Hallo, liebe Stiere, herzlich willkommen zu eurem allgemeinen Reading über die Mitte April 2022. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr erfreut euch bester Gesundheit. Die Infobox spreche ich immer wieder an, liebe Stiere. Ihr findet diese unterhalb von diesem Video hier. In der Infobox findet ihr beispielsweise die Karten, die ich in meinen Readings verwende. Ihr könnt sie euch dort genauer anschauen, wenn ihr möchtet. Ihr habt dort Zugang zu Social Media Links von mir. Informations- und Special Videos könnt ihr dort aufgelistet finden, die ich im Laufe der Zeit gemacht habe. Ihr findet dort euer Jahresreading für das aktuelle Jahr. Und natürlich auch das weiterführende Reading über diese Legung hier könnt ihr dort im Resonanz- und im Interessensfall natürlich gerne wahrnehmen. Müsst ihr natürlich nach wie vor nicht. Und ansonsten starten wir mit eurem Reading. Liebes Schicksal, bitte gib mir Einsicht in die Mitte April 2022 meiner Stiere. Der Fisch, liebe Stiere, ist euer Krafttier und der Fisch spricht von der Intuition. Das ist also eure Hauptenergie für diese Zeitspanne. Achte auf deine Träume und Eingebungen. Eine Botschaft deiner Seele wartet auf dich. Werde ruhig, halte inne, fühle in dich hinein. Der Fisch, euer Krafttier, die Intuition, eure Hauptenergie. Intuition ist wahrscheinlich ein Begriff, mit denen viele schon etwas anfangen können. Es ist so eine Art innere Stimme. Intuition ist das Fremdwort für das gebräuchlichere Wort, das Bauchgefühl. Und unter Bauchgefühl dürften sich die meisten etwas vorstellen. Es steht ja wahrscheinlich etwas bevor, liebe Stiere, bei dem ihr schon eine gewisse innere Einstellung dazu habt. Man merkt hier entweder, es wird etwas Positives passieren oder vielleicht etwas Negatives passieren. Definitiv kann es schon eine innere Stimme in euch geben, die euch sagt, da kommt was auf dich zu, das gut wird, das schlecht wird, da brauchst du mehr Geduld, da musst du dich einbringen. Es sind hier definitiv solche Stimmen im Inneren sozusagen, die entfaltet werden können. Vor allem intuitive Personen können manche Situationen, manche Gegebenheiten, auch Entwicklungen tatsächlich sehr viel besser einschätzen, als dies andere tun. Es kann sich hier natürlich noch auf viele Gegebenheiten und Entwicklungen beziehen. Achte auf deine Träume, Eingebungen. Es kann tatsächlich auch sein, dass aufgrund eurer Intuition auch in Träumen oder in Eingebungen, das können auch Tagträume tatsächlich sein, euch schon manche Dinge sozusagen vors Auge geführt werden, die noch gar nicht passiert sind. Man ahnt oder man bekommt einen Einblick in das, was bevorsteht sozusagen. Das ist eine sehr spezielle Energie natürlich. Es kann sich auch um ganz spezielle Situationen hier handeln. Das werde ich natürlich jetzt noch rausfinden. Der Fisch ist jedenfalls euer Krafttier für diese Zeitspanne, liebe Stiere. Und die Hauptenergie ist die Intuition. Und ich bin sehr gespannt, was mir die Karten gleich im Detail verraten können, wie, wann, warum das auf euch tatsächlich zukommen kann. Liebes Schicksal, bitte gib mir weitere Einsicht in die Mitte April 2022 meiner Stiere. Die 10 der Münzen. Die 10 der Münzen macht hier direkt den Anfang. Es ist eine sehr, sehr positive Karte. Ich nenne sie gerne die Schnitzelkarte. Das wissen wahrscheinlich viele von euch schon. Die Schnitzelkarte respektive die 10 der Münzen hat sehr viele positive Deutungsvarianten. Es kann sich hier um den Erfolg im Generellen drehen. Das ist auch die Grunddeutung der Karte, Erfolg. Es kann sich hier auf finanziellen Erfolg auswirken. Es kann hier teilweise auch etwas, ja, von Wert eben dargestellt sein, was man different interpretieren kann. Das kann Aufrichtigkeit sein, Ehrlichkeit, Treue, vielleicht auch Respekt bzw. Aufmerksamkeit. Dies alles ist in diesen 10 der Münzen dargestellt. Es kann sich hier natürlich um den Bezug zu einem gewissen Menschen drehen und handeln. Es kann aber auch zu einem Erfolg innerhalb eines ganz bestimmten Bereiches hier für euch kommen, liebe Stiere. Ich werde versuchen, diese 10 der Münzen natürlich noch zu spezifizieren und einzugrenzen. Definitiv eine sehr positive Energie. Wie geht es weiter? Der Page der Münzen. Der Page der Münzen, eine Hofkarte im Erdzeichen. Hier könnte sehr, sehr gut eure Person, Schrägstrich eure Energie dargestellt sein, liebe Stiere. Und der Page der Münzen hat bestimmte Eigenschaften. Denn dieser Mensch hat hier meistens aus den Fehlern oder aus der Vergangenheit generell gelernt. Man hat eventuell etwas Bestimmtes in der Vergangenheit versucht zu realisieren, ist
möglicherweise daran gescheitert, weiß aber dann durch Reflexion, durch Erfahrung, durch ja, nochmals zurückschauen und die Sache überdenken, was man falsch gemacht hat, wo man was hätte anders machen können oder besser machen können, beziehungsweise warum etwas nicht geklappt hat. Und man ist dann darauf aus, es in Zukunft besser zu machen. Man kann kurz sagen, dass diese Person jemand ist, der aus Fehlern aus der Vergangenheit gelernt hat und diese nun verbessern möchte oder anders eben umsetzen möchte. Eine Person, die sich etabliert. Man sagt auch gerne der Lernfleißige, der Lerneifrige oder Azubi-Karte tatsächlich dazu. Oftmals ist dies auch jemand, der etwas wieder gut zu machen hat. Ich erkenne ihn hier aber eher zunächst als jemand, der aus bestimmten Erfahrungen reflektiert hat und dadurch etwas gelernt hat, wie man die Zukunft sozusagen in diesem Bereich verbessern kann. Wie geht es weiter? Das ist die Acht der Stäbe. Die Acht der Stäbe in der Mitte des Readings, eine sehr klare Kommunikationskarte. Das ist die ganz klassische Kommunikation tatsächlich hier mit den Acht der Stäben. Es kann sich hier um Textnachrichten handeln, um Gespräche, um Telefonate. Ihr könntet natürlich auch eine Eingebung haben oder einen Traum haben, beziehungsweise vielleicht auch ein Vorhaben, mit jemandem Bestimmtes über etwas Bestimmtes zu reden. Es ist hier definitiv etwas, was bevorsteht, was ansteht, was viele von euch auch tatsächlich erreichen möchten oder eben vollziehen möchten. Eine Kommunikation kann hier angestrebt sein, gewünscht sein, beziehungsweise kommt auf euch zu und viele von euch ahnen dies tatsächlich schon. Wie geht es weiter? Das ist der Mond. Der Mond drückt häufig tatsächlich Ängste aus. Es kann sich hier um Zweifel, Sorgen, Ängste oder Süchte manchmal sogar handeln. Ich bin hier eigentlich eher bei der Angst, etwas falsch zu machen in der Zukunft. Das ist zukunftsorientierte Handlungsbasis hier mit der Spiegelung des Pagen der Münzen auf den Mond hier. Er spricht hier von dem Undurchsichtigen, dem Unklaren. Geheimnisse sind oftmals im Mond zu verzeichnen, beziehungsweise ist eben etwas. Ja, wackelig. Man blickt etwas entgegen oder jemandem vielleicht so entgegen und man ist innerlich vielleicht etwas angespannt, etwas unsicher oder eben wackelig auf den Beinen. Das kann ich mir gut vorstellen, vor allem dann, wenn es sich um eine Art Stichtag handelt, an dem man weiß, an diesem Tag kommt es darauf an. Dieser Tag rückt immer näher und näher und je näher er rückt, desto nervöser könnte man hier werden. Ich bin mir hier doch relativ sicher, dass viele von euch auf ein ganz bestimmtes Ereignis zusteuern und bei dessen Näherkommen oder eben wenn man sagt, in 2 Wochen am Samstag treffe ich mich mit diesem einen Menschen, zu dem ich mich hingezogen fühle und die Zeit bis dahin kommt einen A ewig vor und B, je näher dieser Zeitpunkt rückt, desto nervöser, aber auch vorfreudiger wird man. Das ist hier so eine Art Zwischenspaltenergie. Man freut sich zwar darauf, aber es ist schon ein sehr gewichtiges Ereignis, welches euch dort bevorstehen kann. Deswegen ist man da teils, teils eingestellt. Wie geht es weiter? Der Page der Kelche. Der Page der Kelche, eine Hofkarte im Wasserzeichen. Ich sehe hier definitiv eine andere Person als im Pagen der Münzen, respektive sehe ich hier einen potenziellen Menschen, mit dem ihr es hier zu tun haben könntet oder werdet in der Vergangenheit. Es ist hier definitiv eine Art, ja, Vorfreude tatsächlich dargestellt, aber auch in Verbindung mit einer gewissen Unsicherheit, mit einer gewissen Skeptik vielleicht sogar auf der Seite von euch potenziell. Dieser Mensch hier, und hier ist ein Mensch abgebildet, könnte sehr, sehr gut tatsächlich ein Fisch sein, muss aber natürlich nicht für jeden von euch ein Fisch sein. Ich sehe hier eine sehr aufgeschlossene Person, eine freundliche, warmherzige, unterstützende Person. Man spricht hier auch vom Kavalier, vom Charmeur, von jemandem, der kleine Komplimente macht, vielleicht kleine Gesten oder Geschenke jemandem unterbreiten könnte. Er blickt hier definitiv in eure Richtung und ihr blickt in seine Richtung oder ihre Richtung natürlich. Allerdings seid ihr noch nicht aufeinander gespiegelt. Das heißt, dieses Treffen, dieses Gespräch, möglicherweise ist das tatsächlich so etwas wie ein Rendezvous oder eine Verabredung. Allerdings ist dies der Umstand, auf den sich viele von euch dann tatsächlich auch zu gegebener Zeit freuen können. Man hat hier positive Absichten und zwar gegenseitig. Man ist aufgeschlossen, man ist interessiert am Gegenüber.
Doch wie schon vorhin gesagt, hier beim Mond, je näher dieses Treffen rückt, diese Interaktion oder Konfrontation rückt, ja, desto nervöser könnte man tatsächlich werden. Und hier habe ich die ganz klassische Karte, die auf eben ein bevorstehendes Ereignis hindeutet. Das ist die Gerichtskarte, genau das ist hier drin dargestellt. Etwas steht bevor, ein Stichtag, ein Tag X, beziehungsweise ist dies ein Event oder ein Termin, welcher in der Zukunft ansteht, das ist Outcome, das ist Zukunft, bei dem man hier tatsächlich auch schon sagen könnte, an den und den Tag, da kommt es drauf an. Das ist hier so eine Art Timeline hier dargestellt in der ersten Reihe bis zu diesem Ereignis. Und je näher es rückt, hier mit Gesprächen, mit Kommunikation, mit Vorfreude, mit positiven Absichten, aber auch tatsächlich wird einem hier etwas mulmig. Man könnte hier sagen, beispielsweise, es kommt hier sehr, sehr viel auf diesen einen Tag an. Ihr werdet nervös, ihr werdet wackelig, ihr werdet hier definitiv auch so etwas wie kalte Füße bekommen können. Allerdings bin ich mir doch recht sicher mit dieser Absicht hier, mit dieser Intention, dass man an diesem Treffen A teilnimmt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das sehr, sehr schön und erfüllend werden könnte. Pagen haben übrigens auch etwas damit zu tun, dass man hier möglicherweise etwas intensiver gestalten möchte, beziehungsweise eine zwischenmenschliche Verbindung oder Beziehung hier sozusagen wachsen soll. Man steht hier noch am Anfang einer Kennenlernphase beispielsweise, die sich aber dann auch etablieren kann. Eine Klärung zu den 10 der Münzen. Die 3 der Stäbe. Bei den 3 der Stäben spricht man von einer gewissen Erwartungshaltung. Man hat hier definitiv etwas vor. Man ist zuversichtlich, man ist optimistisch eingestellt. Das ist Grunddeutung 3 Stäbe, Konjunktion mit euch. Man sieht hier sehr, sehr deutlich, dass ihr euch auf dieses bevorstehende Ereignis freut. Wenn ihr Kenntnis davon habt, beziehungsweise wenn ihr fühlt, dass es bevorsteht, ist es hier quasi so etwas wie, ja, eine Verharrungszeit, bis es dann tatsächlich so weit ist. Ja, etwas wie eine Vorfreude kann man hier drin definitiv erkennen. Davon sprach ich ja auch schon hier. Diese Karte unterstützt dies auch nochmals, denn wie gesagt, Erwartungshaltung, Optimismus, Positivität. Und das alles ist hier eure Erwartungen, liebe Stiere, so wie ich das erkennen kann. Man freut sich auf etwas, aber je näher es rückt, desto wackeliger wird man, desto unsicherer oder nervöser wird man. Eine Klärung zum Pagen der Münzen. Die 9 der Stäbe. Bei den 9 der Stäben spricht man von einer ganz klassischen Vergangenheitskarte. Man spricht vom verwundeten Krieger oftmals, beziehungsweise ist hier ganz klassische Deutungsvariante, dass man sich einen Zaun errichtet oder eine Art Mauer aufbaut, um sich ein Stück weit von der Vergangenheit fernzuhalten, zu entfernen, beziehungsweise sich selbst zu gewährleisten, dass einen die Vergangenheit in dem Sinne nicht einholt oder, und das ist meistens der Fall, etwas Negatives oder Verletzendes, was in der Vergangenheit, in dem Fall euch widerfahren ist, zukünftig euch nicht mehr widerfährt. Das ist etwas, worauf aus der Page der Münzen es anlegt. Wie auch schon vorhin, als ich diese Karte hier erklärt habe, jemand, der lernt aus Erfahrungen, der will Fehler nicht nochmals wiederholen, hat daraus reflektiert, hat, wie gesagt, sich etabliert auch schon und ist darauf aus, einen Fehler aus der Vergangenheit nicht mehr zu wiederholen. Ganz, ganz klassische Deutungsvariante, dass man hier etwas, was man vielleicht schon mal falsch gemacht hat, nicht wieder falsch machen möchte. Man kann hier von zweiten Chancen reden. Allerdings habe ich hier Pagen am Werk und keine Ritterköniginnen oder Könige. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es sich hier um eine Art neues Treffen handeln könnte. Für manche von euch ist hier auch ein Mensch dargestellt, mit dem ihr auch früher schon zu tun hattet. Teilweise, und ich meine tatsächlich für die meisten von euch, sehe ich hier aber eine neue Person, mit der man am Anfang sozusagen steht. Eine Klärung zu den 8 der Stäben. Der König der Kelche. Okay, der König der Kelche ist hier ebenso eine Hofkarte im Wasserzeichen, so wie es hier auch dieser Page der Kelche ist. König der Kelche, und hier ist tatsächlich eine Person dargestellt, weil hier keine große Arkana vorherrschend ist. Der König der Kelche hat eine ganz bestimmte Charaktereigenschaft, und das ist jemand, der sich tatsächlich seiner oder ihrer Gefühle
ein wenig entsagen kann. Das ist jemand, dem man seine oder ihre Gefühle nicht unbedingt ansieht, beziehungsweise tatsächlich kann dieser Mensch auch diese Gefühle verweigern oder verneinen. Oftmals hat dieser König der Kelche in der Vergangenheit einen Korb bekommen. Ihm oder ihr wurde das Herz gebrochen, beziehungsweise hat man hier ein mentales Dilemma hinter sich, möglicherweise auch ein gefühlstechnisches und emotionales Dilemma hinter sich. Etwas hat hier in der Vergangenheit sehr weh getan. Und aufgrund dieser Erfahrung sagt sich dieser König der Kelche oftmals, bevor ich meinen Gefühlen wieder freien Lauf lasse, möchte ich mir sicher sein. Ich möchte mich nicht wieder so schnell verlieben in einen Menschen, der mir am Ende wieder das Herz bricht oder mir wehtut. Das ist die Devise des Königs der Kelche und tatsächlich kann das hier eure Einstellung sein oder, und jetzt wird es speziell, es kann der Gegenüber sein, auf den ihr euch hier zubewegt. Dann ist es sehr, sehr gut möglich, dass ihr mit diesem Menschen hier nicht das erste Mal miteinander verkehrt, sondern ihr mit diesem Menschen eventuell auch schon länger miteinander zu tun habt, wenn ihr versteht, was ich meine. Für manche von euch ist dies eine neue Person, jemanden, den ihr noch nicht gut kennt. Für viele aber tatsächlich ist dies eine Person, mit der ihr in der Vergangenheit ebenfalls schon zu tun hattet. Dort scheint mir hier aber was passiert zu sein, was entweder euch oder den Gegenüber gekränkt hat, verletzt hat, enttäuscht hat. Eins dieser drei Dinge scheint hier passiert zu sein und auf Bezug dessen hat man hier gelernt, was man potenziell falsch gemacht hat, möchte sich in Zukunft bessern. Allerdings ist man hier etwas wackelig auf den Beinen, ob man das tatsächlich dann auch schaffen könnte. Man ist hier, wie gesagt, nervös vor einem Treffen. Eine Klärung zum Mond. Die 9 der Kelche. Bei den 9 der Kelche spricht man von einer Glückskarte. Es ist hier die Erfüllung von Bedürfnissen dargestellt, beziehungsweise auch die Wunscherfüllung dargestellt. Und die 9 der Kelche auf den Mond stellt genau das in Frage. Ist man in der Lage, jemanden Wünsche zu erfüllen? Ist man in der Lage, jemandes Bedürfnisse zu erfüllen? Potenziell sagt man auch, ist man gut genug für jemanden? Das kann ich hier sehr, sehr deutlich erkennen. Das ist die Frage, ob ich dem Menschen genüge, den ich hier adressieren möchte. Ich gebe euch gerne ein Beispiel. Und das kann hier gut auf eurer Seite oder auf der gegenüberliegenden Seite der Fall sein. Bitte bedenkt, dass in einem allgemeinen Reading oftmals die Rollen vertauscht sein können. Hier stellt aber jemand in Frage, ob man jemanden genügt. Und das kann aus einer vergangenen Situation herrühren, dass man in der Vergangenheit möglicherweise, und das ist jetzt das Beispiel, eine Partnerschaft hinter sich hatte, bei dem man irgendwann gesagt bekommen hat, ich hätte gerne das von dir, das von dir, das von dir und du hast mir das nicht geben können. Was auch immer dieses das war, das kann Liebe, Zuneigung, Achtung, Aufmerksamkeit, Respekt, was auch immer sein. Aber hier stellt man aufgrund dieser Erfahrung, und die war natürlich negativ, in Frage, ob man diese dem nächsten Menschen, vielleicht aber auch dem gleichen Menschen, jetzt gewährleisten kann. Bin ich jetzt soweit, gut genug für den Gegenüber zu sein? Oder ist mein Gegenüber jetzt soweit, gut genug für mich zu sein? Das ist ebenfalls etwas, was man hier in Frage stellt. Und bei diesem Treffen, bei dieser Unterredung, Rendezvous, Verabredung, wie auch immer das da gedeutet werden kann, das kann für viele von euch tatsächlich auch unterschiedlich sein. Manchmal will man hier auch einfach nur den Menschen kontaktieren oder anrufen und bis zu diesem Ereignis, bis man sich dann traut, weil wie gesagt, man hat hier ein bisschen Bammel davor, auf gut Deutsch gesagt, kann man hier tatsächlich sich mehr und mehr negativ hereinsteigern in dem Sinne der Nervosität. Allerdings ist mit den 9 der Kelchen auf dem Mond genau in Frage gestellt. Kann man jetzt sozusagen diese Situation schön gestalten? Würde es jetzt funktionieren? Würde es jetzt laufen zwischen uns beiden? Oder würde es ähnlich enden wie in der Vergangenheit? Und genau dieser Aspekt scheint hier viele von euch sozusagen wackelige Knie zu beschweren, kalte Füße zu begeben, beziehungsweise auch vielleicht diesem Gegenüber von euch. Eine Klärung zum Pagen der Kelche. Das ist die 3 der Schwerter. Bei den 3 der Schwertern spricht man tatsächlich von einer Art Herzschmerzenergie bzw. Frustration oder eben ein Umstand, der einem tatsächlich schlichtweg nicht erfüllen könnte.
Diese drei der Schwerter auf den Pagen der Kelche geklärt. Das ist hier ein Mensch, der ein gebrochenes Herz haben könnte, der vielleicht auch in der Vergangenheit diese neun der Stäbe mit euch sozusagen erfahren musste. Es kann hier in zwei verschiedene Richtungen gehen, liebe Stiere. Und zwar kann das hier ein Mensch sein, mit dem ihr in der Vergangenheit schon zu tun hattet. Dann kann ich es kurz ausdrücken, an einem gewissen Punkt ist das zwischen euch beiden in die Brüche gegangen. Hat es nicht mehr funktioniert? Hat man aufgehört, miteinander zu interagieren? Oder aus einem Weg wurden zwei getrennte Wege? Das kann für viele von euch passiert sein. Für viele von euch ist dies passiert, hat aber nichts mit diesem Menschen hier zu tun, sondern stellt lediglich eine negative Erfahrung aus der Vergangenheit dar, die man jetzt hier definitiv nicht mehr erleben möchte, respektive man etwas besser machen möchte. Das kann für viele so rum resonieren, für die anderen so rum resonieren. Bitte bezieht dies auf eure persönliche, individuelle Situation. Teilweise, und dann wird es noch komplizierter tatsächlich, wisst ihr von eurem Gegenüber, den ihr hier ja, konfrontiert, mit dem ihr euch hier treffen möchtet oder den ihr kennenlernen möchtet, dass dieser Mensch in der Vergangenheit etwas sehr Negatives erlebt hat und ihr seid darauf aus, ihn oder sie hier definitiv nicht so zu behandeln, wie er oder sie in der Vergangenheit behandelt wurde. Das kann ich mir ebenso vorstellen. Das ist dann auch die Intention von euch, euer Vorhaben. Allerdings stellt man hier tatsächlich sehr stark in Frage, ob man das schafft, ob einem das gelingen kann. Die Gerechtigkeit. Gerechtigkeit und Gericht im Outcome, das sind definitiv zwei Energien, die auf eine Art Balance hindeuten könnten. Und man stellt aber sehr, sehr stark in Frage, ob an diesem Tag alles gut und alles glatt laufen wird. Das ist so eine Art Befürchtung, das ist die Skepsis, beziehungsweise kann man auch von einer negativen Sichtweise aussprechen. Hier sind viele von euch positiv gestimmt. Allerdings ist hier definitiv diese Positivität und dieser Optimismus im Laufe der Zeit immer mehr gemindert. Je näher dieses Ereignis rückt, diese Konfrontation, dieses Treffen, desto angespannter ist man, desto nervöser ist man, beziehungsweise auch desto pessimistischer könnte man hier werden. In der Zukunft, die Gerechtigkeit hier, die Vergangenheit soll nicht mehr wiederholt werden, das ist das eine. Das andere, es soll hier Gerechtigkeit walten. Und das ist etwas mit der Ausgeglichenheit, der Balance zu tun, beziehungsweise auch mit einem Geben und Nehmen. Ihr wollt diesen Menschen mit Respekt begegnen, mit Achtung, mit Aufmerksamkeit. Im Gegenzug erwartet ihr aber genau das Gleiche vom Gegenüber. Es kommt ja auf ein wie du mir, so ich dir an, beziehungsweise wird mich ein Mensch so gut behandeln, wie ich ihn behandle, wird er mich dann genauso behandeln wie mich. Also dieses, ich tue jemanden gut und ich möchte dafür, dass dieser jemand mir auch gut tut. Das kommt dann sehr, sehr stark auf das Karma an. Und das Karma ist hier tatsächlich auch in der Gerechtigkeit dargestellt. Die Frage danach, ob ein Mensch für einen selbst gut ist, ob dieser Mensch passt, ob dieser Mensch mit euch kompatibel ist. Man stellt möglicherweise dies in Frage, man stellt aber vielleicht auch selbst in Frage, ob man selbst zu diesem Menschen passt. Es kann hier sehr, sehr gut darauf hinauslaufen, dass man hier vielleicht sogar ein erstes Treffen hat oder ein erstes Treffen seit langer Zeit und durch Träume, durch Eingebungen, möglicherweise auch durch dieses vorhin angesprochene innere Bauchgefühl, wird man hier, je näher dieses Ereignis rückt, immer nervöser Bezug nehmen darauf. Wird es gut ausgehen? Wird es gut laufen? Werden wir Gesprächsthemen finden, die wir beide sozusagen mit Interesse verfolgen? Werden wir miteinander klarkommen? Wie wird der Abend verlaufen? Das ist dieses ganz typische, sich vorher darüber Gedanken machen. Und da sehe ich, dass sich viele von euch oder vom Gegenüber doch sehr reinsteigern tatsächlich. Eine Klärung zu den drei der Stäbe. Die neun der Stäbe. Es ist hier sehr deutlich, liebe Stiere, dass in der Vergangenheit etwas Negatives passiert ist. Etwas, was einen von euch beiden tatsächlich stark beeinflusst haben könnte. Dieses gebrochene Herz könnte ein Resultat von diesem Ereignis sein, denn diese beiden Karten hier in der Konjunktion sind schon sehr beträchtig. Das neun Stäbe, neun Stäbe, das ist eine Schutzmauer, die man sich aufgebaut hat. Man muss hier Fingerspitzengefühl beweisen, liebe Stiere, wenn es sich um eine solche Situation handelt.
Fingerspitzengefühl würde tatsächlich so etwas wie die Hohepriesterin oder der Hierophant ausdrücken. Die habe ich hier noch nicht. Allerdings sehe ich hier auch so eine gewisse Zaghaftigkeit in den Wasserzeichen, vor allem hier und hier drin. Vielleicht habt ihr Wasser in eurem Chart oder ihr seid tatsächlich sehr behutsame, sehr zaghafte Menschen. Das kann natürlich genauso passieren. Mit den 9 der Stäben auf die 3 der Stäbe sieht man hier aber sehr deutlich, dass man positive Erwartungen am Anfang hat, die sich dann im Laufe der Zeit immer mehr ins Negative verkehren. Basierend auf dieser Erfahrung, die hier viele gemacht haben, wo man tatsächlich hier, man könnte sprichwörtlich sagen, da ist für euch eine Welt zusammengebrochen oder für den Gegenüber eine Welt zusammengebrochen. Man hat niemals damit gerechnet, dass ein Glück so schnell sozusagen vorbeigehen könnte oder dass das eigene Herz sozusagen so verletzt werden könnte. Das ist dieses Ereignis in der Vergangenheit. Und man hat hier mit diesen neuen Menschen positive Absichten, man hat Vorfreude, man hat Erwartungen, die sehr positiv sind. Aber je näher das Ereignis kommt, und das ist eben hier die Spiegelung, desto mehr denkt man eventuell an dieses Trauma, an diese negative Erfahrung aus der Vergangenheit. Und je mehr man daran denkt, desto mehr Angst davor hat man, dass genau das wieder passiert. Ich hoffe, ihr könnt nachvollziehen, es ist hier definitiv eine Art Zeitspanne, Bezug nehmend auf ein Ereignis, das immer näher rückt. Und am Anfang wart ihr da ja sehr aufgeschlossen, wart vorfreudig, und je näher es kommt, desto mulmiger wird es euch tatsächlich. Eine Klärung zu den 9 der Stäben. Die 8 der Münzen. Die 8 der Münzen deutet tatsächlich von einer ganz klassischen Arbeit. Es ist hier definitiv kein arbeitsbezogenes Reading für die allermeisten von euch. Allerdings kann ich hier mit 8 der Münzen auf eine Hofkarte in der Spiegelung von der Selbstarbeit reden. Und diese Selbstarbeit hat damit zu tun, dass man einen negativen Umstand verarbeitet, darüber hinauswächst, damit abschließt, diesen akzeptiert. Vielleicht auch dieses klassische Wundenlecken haben viele von euch hier betrieben. Euch, deswegen hier auch die Spiegelung auf dem Pagen der Münzen. Deswegen meine ich, dass dies eine Arbeit, eine getane Arbeit auf eurer Seite ist. Kann natürlich auch beim Gegenüber der Fall sein, aber einer von euch beiden ist definitiv weiter, was das angeht. Und ich glaube, das seid ihr, liebe Stiere. Der Gegenüber nämlich, und das ist hier die Konjunktion, der hat etwas Negatives, etwas Belastendes, etwas Schmerzhaftes aus der Vergangenheit. Er oder sie hat daran gearbeitet, doch ist er oder sie noch nicht überm Berg, wie man so schön sagt. Man hat hier Restängste, Restzweifel, Restsorgen, beziehungsweise ist so etwas wie gehandicapt aufgrund dessen, was in der Vergangenheit passiert ist. Viele von euch haben größtenteils mit der negativen Vergangenheit oder mit den negativen Aspekten, und die müssen nicht unbedingt mit diesem Menschen zu tun haben. Kann auch ein völlig anderer Mensch gewesen sein, kann auch derselbe gewesen sein. Aber ihr habt damit größtenteils abgeschlossen, der Gegenüber potenziell, ja, vielleicht zu 50%. Eine Klärung zum König der Kelche. Der Teufel, genau. Der Teufel hat hier tatsächlich eine sehr klare Deutungsvariante, und das sind Ängste, ganz, ganz klare Ängste und Anhängsel, Anbindungen, Anhaftungen, Bezug nehmend auf die Vergangenheit. Das ist hier die Konjunktion, hier die Klärung auf den Menschen hier, also hier der König der Kelche stellt eine Person dar, könnt ihr sein, kann der Gegenüber sein. Aber dieser Teufel, der ist schon eine sehr mächtige, teilweise auch lästige Energie. Denn der hier, der vermittelt jemanden Angst, der vermittelt jemanden Sorge, Zweifel, beziehungsweise kann das auch sehr, sehr gut sein, dass hier jemand die Vergangenheit schlichtweg nicht loslassen kann oder nicht so einfach loslassen kann. Man kann hier tatsächlich, und das ist die Spiegelung, damit rechnen, dass über bestimmte Ängste, Zweifel, Sorgen, Süchte, beziehungsweise Anbindungen, Bezug nehmend auf ein vergangenes Thema, dass darüber geredet wird, und zwar im Gemeinsamen. Ihr beide könntet bei diesem Treffen, und das ist jetzt speziell, über eure Ex-Partner reden, eure ehemaligen Verbindungen mit Freunden oder vielleicht sogar mit Ehemann, Ehefrau. Das kann hier sehr, sehr gut auf vergangene Beziehungen hindeuten, aus denen man tatsächlich entweder nicht rausgekommen ist, wo man immer noch ein gebrochenes Herz hat diesbezüglich, beziehungsweise kann das so ein allgemeiner Austausch sein über eure Vergangenheit.
die dann bei euch beiden potenziell nicht unbedingt beziehungstechnisch gesehen die erfüllendste war, wenn ihr versteht, was ich meine. Das kann ein Gesprächsthema darstellen. Es kann aber auch sehr, sehr gut ein deutliches Signal dafür sein, dass hier jemand über einen negativen Umstand aus der Vergangenheit noch nicht hinweggekommen ist. Allerdings hat es hier etwas damit zu tun, dass das Ganze klappen soll. Es soll hier der Erfolg gewährleistet werden. Es soll zwischen euch beiden funktionieren. Es soll funken. Ihr wollt dem Gegenüber gefallen und ihr hofft auch, dass der Gegenüber euch gefällt, etc. Es soll funktionieren. Allerdings, wie schon gesagt, gibt es hier noch den Teufel. Und dieser Teufel, den muss man erst einmal verbannen bzw. überwinden. Eine Klärung zu den Neun der Kelche. Der Mond. Ich sehe hier Ängste auf beiden Seiten tatsächlich, liebe Stiere. Ihr könntet hier, und das ist hier dargestellt, etwas ängstlich sein, nervös sein, beziehungsweise sehe ich das auch beim Gegenüber, denn er schaut hier auch direkt in den Mond und er folgt auf den Mond. Also ich sehe hier eine gewisse Nervosität bezugnehmend auf dieses Treffen auf beiden Seiten. Ursachen davon könnten hier tatsächlich eine Unüberwindung sein bezüglich der Vergangenheit oder es ist hier sozusagen dieses Bangen, ob man gut genug, schön genug, klug genug, redselig genug, was auch immer für den Gegenüber ist. Man möchte hier unbedingt den Gegenüber gefallen, stellt aber in Frage, ob dies passieren wird. Und das sind negative Anhängsel, das sind, ja, das ist Pessimismus, das sind teilweise auch Dinge, die man sich selbst einredet. Diese Intuition, achte auf deine Träume und Eingebungen. Viele von euch haben hier potenzielle Ängste vor diesen Treffen nach einer gewissen Zeit. Anfangs war man dem Gegenüber sehr positiv eingestellt, wenn ihr versteht, was ich meine. Es ist hier definitiv so eine Art Torschusspanik, beziehungsweise kann man hier auch sagen, je näher ein Ereignis drückt, desto nervöser wird man diesbezüglich. Eine Klärung zu den drei der Schwerter. Die drei der Stäbe. Es ist hier eine Erwartungshaltung, die sich tatsächlich sehr stark verändern könnte im Laufe einer gewissen Zeitspanne. Die Zeit ist fließend, wie schon gesagt, das kann hier eine Woche sein, das kann ein Monat sein, das können 4 Monate sein. Das ist sehr, sehr unterschiedlich und kommt auch auf die Menschen an sich an. Freier menschlicher Wille, der lässt sich nicht beeinflussen. Wenn ein Treffen hinausgezögert wird und das ist dann euer oder des Gegenübers Anliegen und der sagt dann, du, sorry, mir ist was dazwischen gekommen, wir müssen das Treffen verschieben. So etwas kann ich hier drin nicht erkennen, weil es A, ein allgemeines Reading ist und B, eine freie menschliche Willensentscheidung ist. Deswegen sage ich, dieses Treffen kann für euch nächste Woche stattfinden oder in 2 Monaten stattfinden. Das ist sehr, sehr unterschiedlich und kommt eben auf Besagtes gerade an. Allerdings sehe ich hier sehr deutlich 9 Stäbe auf 3 Stäbe, 9 Stäbe auf 3 Stäbe. Man hat hier die Erwartung, man hat hier, ich würde fast sagen, die Hoffnung, dass der neue Mensch oder der gleiche Mensch von damals definitiv, dass man hier nicht wieder in diese prekäre Lage kommt, wo man verletzt wird, beleidigt wird, enttäuscht wird, nicht respektvoll behandelt wird, nicht wahrgenommen wird, nicht für voll genommen wird, etc. Diese negativen Erfahrungen aus der Vergangenheit sollen sich mit diesen Menschen hier nicht wiederholen. Das ist eine Erwartung anfangs, Erwartung an den Erfolg. Hier in der Spiegelung ist es tatsächlich etwas wie Pessimismus. Vom Optimisten zum Pessimisten wird man hier, je näher ein Ereignis rückt, liebe Stiere. Das sehe ich hier sehr deutlich. 3 Stäbe auf 3 Schwerter. Man erwartet, dass etwas negativ ausgeht. Und das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass viele von euch dies selbst sich einreden könnten, sich selbst sozusagen einen Kopf machen, beziehungsweise sich selbst reinstressen. Kennt ihr diese Redewendung, du machst dir schon wieder viel zu viele Sorgen? Das kann hier sehr, sehr gut angewendet werden. Ich bin hier, oh, 2 der Kelche. Die 2 der Kelche im Outcome deutet auf eine zwischenmenschliche Verbindung oder Beziehung hin, die bevorstehen kann. Ihr habt hier zum Großteil ja, beziehungstechnische Absichten mit diesem Menschen. Man möchte hier eventuell eine Freundschaft anfangen, vielleicht auch eine Beziehung beginnen oder eingehen. Das ist definitiv angewandt, beziehungsweise ist das ein Anliegen von wahrscheinlich sogar beiden von euch, denn ihr seid euch hier zugewandt.
Also ihr habt hier definitiv aufrichtige Absichten. Das ist im Outcome, das ist etwas, was ansteht. Aber zunächst einmal muss dieser Tag X passieren, dieses Treffen muss passieren, von dem man hier zunehmend ängstlich gestimmt ist. Und ich bin sehr gespannt, was mir die Outcome-Karten gleich im weiterführenden Reading sagen können, denn die möchte ich mir dort ganz genau anschauen. Hoffe dann auch, dass ich mehr Details herausfinden kann, wahrscheinlich sogar Bezug nehmend auf dieses Treffen, wie es abläuft und was da gesagt wird. Das hoffe ich natürlich, das weiß ich jetzt schlichtweg noch nicht, aber liebe Stiere, wenn ich hier eine Situation von euch aufgegriffen habe, wenn ihr sagt, dieses Reading resoniert mit euch, ihr auch gespannt seid, wie es weitergeht, ihr könnt natürlich gerne das weiterführende Reading in Anspruch nehmen. Unten in der Infobox gleich der erste Link führt euch dorthin, ist natürlich nach wie vor kein Muss. Ich wünsche euch unabhängig von diesem Reading einen schönen April weiterhin. Bleibt gesund, bleibt stabil, liebe Stiere. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin, macht es gut.